Heidi Klum und Tom Kaulitz, jetzt wird es ernst. Eine außergewöhnliche Liebe. Also doch. Nachdem Heidi Klum, 44, und Hotelbandmitglied Tom Kaulitz, 28, ihre Beziehung zuerst nur auf die geschäftliche Schiene schoben, soll sich zwischen dem ungleichen Paar jetzt tatsächlich eine Beziehung entwickelt haben. Nun äußert sich Toms sehr gute Freundin Shamini Shariwar, 35, mit einem überraschenden Statement dazu. Geheime Treffen zwischen Heidi Klum und Tom Kaulitz. Mit Sonnenbrille und Mütze, so, als wolle er nicht erkannt werden, verließ Tom Kaulitz am Wochenende die Villensiedlung am Mulholland Drive in Los Angeles, in der auch Heidi Klum wohnt. Kurze Zeit später wird das Model abgeholt. Die 44-Jährige muss zu Dreharbeiten für eine neue Staffel von America's Got Talent. Bereits vergangene Woche wurde das Paar bei einem Treffen gesichtet. Papa Günther Klum weiß bereits Bescheid. Läuft da jetzt wirklich was? Schließlich trennen die beiden 16 Jahre Altersunterschied. Zudem hat das Model 4 Kinder. Ein Vertrauter von Heidi erklärt der Bild-Zeitung, nachdem Michael Michalski, Heidis GNTM-Kollege, ANMD rät. Die beiden miteinander bekannt gemacht hat, verbringen sie Zeit miteinander. Laut Bild-Zeitung weiß Heidis Papa und Manager Günther Klum, 72, bereits von der neuen Liebe seiner Tochter. Dazu äußern will er sich aber nicht, jetzt hat Heidi halt 5 Kinder. In Heidis Beuteschema passen würde der Gitarrist jedenfalls. Schließlich trennten Heidi und ihren Ex Vito Schnabel auch stolze 13 Jahre. Doch was sagt eigentlich Shamini Shariwar, 35, zu der Liaison? Schließlich verbrachte das hübsche Model zuletzt auch viel Zeit mit dem Teenie-Schwan. Heidi ist eine tolle und gestandene Frau, Tom ein cooler Junge. Ich wünsche den beiden alles Gute. Jetzt hat Heidi halt 5 Kinder, so das Model leicht ironisch. Es bleibt spannend, wann das ungleiche Paar seine Liebe offiziell macht.